Den haben wir schon, ne? Da kriegen wir nichts mehr davon. Ah. Wie die einfach die armen Leute umbringen. Ah, die setzt sich in die Luft. Okay. Ist eine Luftsitzerin anscheinend. Ah, Greifhaken. Die Poster... Was? Die Poster... Diese ganze Prophetie. Du glaubst nicht, dass man in die Zukunft sehen kann, oder? Ich hab mal was gesehen, als ich hier ankam. Es war ein Traum. Es war New York, nur noch viel größer. Und es stand in Flammen. Hm. Hoffentlich färbt die Magie des Propheten nicht auf dich ab. Witzig. Okay, pass auf. Jetzt. Komm, erschieß ihn! Aua! Hallo, erschieß den doch mal! Ja, genau so! War's da schon? Können wir den eigentlich... Oh, dem ist gar nichts passiert. So. Müssen wir jetzt mit der... Was ist das? Was zu essen? Da kommen wir rein. Das dürfte schnell gehen. Erledigt. Okay, los geht's. Ich würde sagen... Ich weiß jetzt, wer die beiden sind. Die beiden, zumindest sie, erfand die Technologie, durch die diese Stadt schwebt. Riesenballons. Quantenpartikel. Die in fixer Höhe in der Raumzeit hängen. Also nicht Riesenballons? Aber in meinen Büchern stand, dass sie vor ein paar Jahren spurlos verschwunden sind. Ich sagte ja, sie kommen. Das stimmt nicht. Gut, ich wollte sagen, dass sie kommen. Hast du aber nicht. Aber ich sag's nicht. Ist das korrekt? Etwas sagt mir, die sind nicht das, was sie zu sein scheinen. Ich wollte gesagt haben, dass sie kommen? Nein. Der Subjunktiv? Das ist kein Subjunktiv. Ich glaube, die Syntax ist noch nicht erfunden. Zu haben gehabt haben sein. Zu haben gehabt haben sein? Das stimmt doch nie. Die scheinen helfen zu wollen. Die scheinen sie nicht alle zu haben. Seltsam. Was denn? Der Fakt, dass wir oft... Den Satz des anderen beenden? Ganz genau. Umgekehrt wäre es seltsamer. Hm. Hä? Was denkst du, wie die das machen? Dazu komme ich, wenn ich das mit der schwebenden Stadt kapiert habe. Das wäre schon nice, wenn es wirklich solche Partikel gäbe. Vielleicht gibt es sie ja auch. Es wurde noch nicht erfunden bis jetzt. Sniper. Ich glaube, den Sniper brauchen wir nicht mehr. Hier gibt's doch bestimmt auch noch was. Naja. Immerhin ein bisschen was. Des Propheten wird den Thron besteigen. Ich sollte ihm nachfolgen, oder? Comstock? Ja, ich denke schon. Was sperrt er mich denn ein? Tja, ich schätze, du wolltest nicht aufgebaut werden. Vielleicht hat er was im Petto, um dich gefügig zu machen. Was denn? Ich glaube, das will ich gar nicht wissen. Die dachten, sie bleiben für immer oben. Also ihr bleibt jetzt für immer unten und zwar in der Hölle, meine Lieben. Schöne Grüße. Macht schon mal einen Ofen an, wenn ich komme.
Natürlich, die Klos sind verschlossen. Ah. Interessant. Versperrt. Das wird nicht lange dauern. Danke. Bitte sehr. Ich hoffe, niemand hat mich hier vergessen. Hier, gut aufheben. Jetzt wieder Musik. War das alles? Ein roter Granatwerfer. Ich weiß nicht. Den finde ich jetzt nicht so geil. Keine Sorge. Das hat sich gerade erledigt. Wie von selbst, wie durch Geisterhand. Schneller nachladen. Und Schadensboost. Haben wir noch irgendwas? Schadensboost 2, das kann man sich leisten. Schadensboost. Nö. Wer, wenn nicht sie, soll es schützen? Können wir uns alles nicht leisten. Aber ist auch nicht schlimm. Wir haben jetzt wesentlich mehr Schaden. Schadensboost 2 haben wir ja, glaube ich, ne? Yo. Mr. Comstock, wenn wir uns das nächste Mal treffen, dann nicht zu Verhandlungen. Sehen Sie, ich war bei dieser Hall of Heroes, um Ihren falschen Hirten für Sie zu skalpieren. Es stellte sich aber raus, DeWitt spricht... Moment. Verkrüppelten Jungen zu verständigen, um den ich mich neuerdings kümmere. Nachdem ich nun gehört habe, wie es dem Kleinen in ihrer Stadt erging, denke ich, wenn wir ihnen die Kopfhaut abziehen, lasse ich ihm das Messer halten. Ah, also ist er jetzt auch gegen ihn. Comstock macht sich also keine Freunde. Ach, die Schrotflinte. Nein, danke. Muss nicht unbedingt sein. Ah, sieh mal einer an. Tanz mit dem Mann. Na komm, hoch das Bein. Das Mädchen tanzt ebenso gut wie ein Arm. Okay, das Schild ist zerstört. Hab ihn verloren. Aber dafür... haben wir... Oh, wir haben die auch umgebracht, leider. Das war nicht meine Ambition, das tut mir leid. Aber... die Vox hat's auch erwischt. Immerhin. Die sind genauso schlimm. Genau die gleichen Verbrecher wie Comstock. Schadensboost 2. Ich hab Geld gefunden. Bedarf? Danke. Money. Überall ist da Geld drin. Das ist doch nicht normal. Ich beschwere mich natürlich nicht. Ich schaue jetzt gleich nochmal, ob wir uns vielleicht jetzt was leisten können.
Weniger Rückstoß. Na. Schadensboost, 2 Schrotflinten. Nee. Sehe ich auch so mit dem Entkommen. Werde ich das, ja? Hallo? Hallo. Und nochmal Krähen. Haben wir jetzt alle? Wo denn? Nö! Aua, aua! Aua, aua. Also die Firemen können schon leicht nerven. So, jetzt schnell looten. Ich will die Folge ja nicht zu lang ziehen. So, hier kann man noch rein. Also es kann auch mal sein, dass mal eine Folge so 17 Minuten oder so lang wird. Aber ich probiere es meistens kürzer zu halten, wenn es geht. Bitte sehr. Was ist das? Panzerfaust. Das Lutessfeld gab mein Quantenteilchen mit Lichtwellen, was gesicherte Messungen erlaubte. Kommt dir das bekannt vor, Bruder? Das kommt daher, weil du dasselbe Teilchen gemessen hast, von einer Nachbarwelt aus. Wir benutzten das Universum als Telegraph. Das An- und Abschalten des Feldes wurde zu Punkten und Strichen. Es ging furchtbar langsam, aber nun konnten wir beide uns durch die Wand etwas zuflüstern. Aha. Und was haben wir jetzt davon ganz genau, wenn ihr euch was durch die Wand zuflüstern könnt? Würde mich ja nur mal interessieren.